Am Anfang treffen wir uns. Das ist meist an irgendeinem Ort. Sonst waren wir immer irgendwo im Wald oder bei mir zu Hause. Oder dann baut sich jeder auf. Jeder macht irgendwie Musik. Also bei der Platte war das auch so. Werden erstmal Beats gemacht und dann zeige ich den Jungs Ideen für die Texte. Oder Mon kommt mit einer Idee. Und das erste Treffen ist einfach Viben. Da kannst du noch gar nicht so viel planen. Also man redet zwar darüber, in was für eine Richtung Songs gehen oder Sound geht. Und dann finden wir schnell irgendwie so eine Linie. Und am Ende ist es eh immer meistens alles sehr, sehr deep und irgendwie inhaltsstark. Und die Beats müssen irgendwie was auslösen. Und dann sind wir eigentlich im Studio. Dann hängen wir hier die ganze Zeit rum. Und dann schreiben wir und viben und dann entstehen Songs. Und das ist ja auch immer total verrückt. Also es ist ja, du kannst das nie einplanen. Es gibt Lieder, die sind irgendwie gefühlt in 10 Minuten fertig. Und dann gibt es ein Beat und dann nach 2 Tagen gibt es irgendwie einen Rough Mix oder so. Und dann ist das irgendwie der Song, wie er auf der Platte ist. Und manche Lieder, die brauchen irgendwie lange. Bei jedem Album hat man immer diese 2, 3 Songs, die ganz lange irgendwie brauchen. Und diese Songs, die einfach so, pam, rauskommen. So, und das muss aber auch so sein. Skyline mit 2 Türmen. Heißt der Song und ist so ein Lied über die Zeit in New York. So Ende 17, kurz vor 18. Ich habe, was interessant daran ist, ich habe in meinem alten alte Reimbücher gefunden in meiner alten Kiste. Von früher, also von den Sachen, die ich in New York geschrieben habe. Und da sind auch so ein paar Zeilen von damals drin. Also es ist eigentlich so Story, real, also echte Story. Ende 17, New York. Wie man sich da gefühlt hat, was da los war. Ein Lied eigentlich über die Zeit, wie es in New York war. Aber wollen wir mal jetzt nochmal mit den Beats, also den Beat von Skyline mit 2 Türmen, kannst du den mal anmachen? Eine Taxifahrt ins Glück, 4 Stunden. Träum von Foxy Brown, Alicia Keys, gib mir Klavierstunden. Man gewinnt Medaillen, man verliert allein. Es gibt nichts. Kannst du mal kurz ausmachen, ganz kurz? Das ist ja ein Lied, ein deutsches Lied, ein deutsches New York-Lied. Klingt halt voll nach New York. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist. Ja, ich finde ja die Harmonien echt geil, die dann reinkommen. So. Voll. War nochmal. Also, warte kurz. Also hinten. Weißt du, wenn du an Skyline denkst, so, das ist so mega. Skyline hat 2 Türme. Das ist ja eine Gefühlssache. So. Das ist ja, wenn du das New York-Beat machst, ist das so der Beat. Ein New York-Beat. Aber das Gefühl, was ich hatte, war nicht das Gefühl von so einem New York-Beat und alles. Es ist irgendwie so, ja, und alles cool. Ey, Mann, deine Mutter überweist dir $100 auf Western Union. Du hast keine Kohle, rennst durch die Stadt, bist irgendwie 18 Jahre voll am Arsch. Das ist halt auch, das ist halt nicht schön. So. Das ist zu schön. Das ist zu schön. Das ist ein bisschen harter. Das muss ein harter Beat sein, der das Gefühl zeigt, wie lost du bist, aber wie geil das auch irgendwie ist in der Stadt, aber mit was du zu kämpfen hast die ganze Zeit. So. Das ist ja das Gefühl. So. Geil und lost. Geil und lost. Und irgendwie, guck mal, was. Und irgendwie muss der dark sein. Und darf nicht so, okay, wir machen jetzt das New York-Lied und dann machen wir den New York-Beat an. Weißt du? Das ist ja, das ist irgendwie scheiße. Wir streiten uns. Naja, nee, streiten eigentlich nicht. Es ist dann eigentlich schon relativ schnell klar. Also außerdem ist es so, wenn dann 3 Leute sagen, ey Mann, das ist scheiße, dann bist du auch nicht so dann, okay, ich will mich jetzt da irgendwie durchsetzen. Nee, und Martin versteht es dann auch immer. Nee. Ist ja professionell genug. Ja, ich finde es ja so gut, dass wir halt eben so viele Meinungen haben und jeder sagt halt auch seine Meinung. Das ist ja anders, wenn du jetzt mit einem Produzenten bist, der irgendwie Joint im Mund hat, geil, machen. Ist man auch auf sich alleine gestellt. So. Ja, das ist ja das Gute mit den Crowds. Einfach. Jeder hat da eine Meinung zu und wer schon, der Optimalfall ist, alle 4 finden das irgendwie geil. Das Thema geil, den Beat geil. Das ist ja irgendwie das Schöne. Und das muss man halt 12, 13, 14 Mal schaffen, das Gefühl. Yeah.
Strophe von Anfang an. Genau, also okay. Jetzt sage ich dir einen Einsatz. Okay. Ah. Bin schon fast 18, beiß jetzt in den großen Apfel, teil mir die Wohnung mit einer Großstadtratte. Neben Donald Trump, auf der 5. Straße, zwischen Rastafaris und Mexikanern. Eine Taxifahrt ins Glück, 4 Stunden, träum von Foxy Brown, Alicia Keys gibt mir Klavierstunden. Man gewinnt Medaillen, man verliert allein, es gibt nichts besseres als einer von vielen zu sein. Hab diesen Modeljob, komm mir wie ein Trottel vor, Fake ID, Copyshop, Buster Rhymes, Doppelkopf, bin in meiner Hip-Hop-Welt, wie viel Zeit mir bleibt, egal, New York State of Mind. Und dann sehe ich dieses Skyline. Aber da müsste die Hook praktisch direkt kommen, oder? Genau. Vom Rap-Ding darf es auch nicht so cool und so, ey, und ey, ich bin schon fast 18. Das ist zu, das muss so on the run sein, weißt du, so richtig so irgendwie auf der Straße. Wenn du das hörst, musst du so mitgehen. Und deswegen muss das so ein bisschen auch so Attitude-mäßig gerappt sein, wie man, wenn man so 18 ist. Ja, so, weißt du, so. Das sind 12 Bars, ne? Okay, dann muss ich noch was reinschreiben. Okay. Sehr schnell jetzt. Das ist auch eine riesengeile Story. Und zwar, also es ist so, jeder Schritt passt im Takt, ich bin Rostocker, fällt mir leicht, mich abzulenken. Ich nenne Jägermeister Hunter Champion. Das ist so, also ich als doofer Rostocker natürlich, das war glaube ich mein, ich habe mir so ein Fake-ID geholt, also so einen falschen Ausweis. Natürlich saufen gegangen in Manhattan und dann so an der Bar, so richtig cool, weißt du, so geile Sachen angezogen und dann so, 2 Hunter Champions, please. Oh nee. Ja, ich wusste ja nicht. Ich wusste, also. Gut. Ne, ich wusste ja nicht, dass Jägermeister ist. Das weiß man ja nicht. Also, sorry, das weiß man mit 17 nicht. Nee, da denkt man Hunter Champion. Ich dachte halt, Jägermeister muss ja Hunter Champion heißen und der Bartyp so die ganze Zeit irgendwie so. Hä, what you want? Ah, the little German, Hunter Champions. Geil, was ist der Reim auf Hunter Champion, bitte? Also, jeder Schritt passt zum Takt, den die Stadt beendet, einfach hier zu sein, nicht zu träumen, nicht nur dran zu denken. Ich bin Rostocker, fällt mir leicht, mich abzulenken. Ich nenn Jägermeister Hunter Champion. Ja! Geil. Das ist mega. Das ist geil. Und den würde ich einfach dann da reinbauen und dann kommst du, ja, hab diesen Modeljob, komme wie ein Trottel vor, Fake ID, Copyshop, Buster Rhymes, Doppelkopf, bin in meiner Hip-Hop-Welt, wie viel Zeit mir bleibt, egal. New York, irgendwie New York State of Mind oder man macht das irgendwie selber oder so. Gleich mal aufnehmen? Ja. Soll ich gleich die Hook mitmachen oder die Strophe? Mach's einfach alles mal mit. Ja, ist das Mikro-Ding an? Okay. Wo steigen wir ein? Ich gebe dir 2 Takte Vorlauf. Ja, warte kurz. 1, 2, ja. Yeah. Ah. Bin schon fast 18, weiß jetzt in den großen Apfel, teil mir die Wohnung mit einer Großstadtratte. Neben Donald Trump, auf der 5. Straße, zwischen Rastafaris und Mexikanern. Eine Taxifahrt ins Glück, 4 Stunden. Träum von Foxy Brown, Alicia Keys gibt mir Klavierstunden. Man gewinnt mit ein, man verliert allein. Es gibt nichts besseres als einer von vielen zu sein. Jeder Schritt passt zum Takt, den die Stadt beendet. Einfach hier zu sein, nicht zu träumen, nicht nur dran zu denken. Ich bin Rostocker, fällt mir leicht, mich abzulenken. Ich nenn Jägermeister Hunter Champion, ja. Yeah. Hab diesen Modeljob, komm mir wie ein Trottel vor, Fake ID, Copyshop, Buster Rhymes, Doppelkopf, bin in meiner Hip-Hop-Welt, wie viel Zeit mir bleibt, egal, New York State of Mind, und dann seh ich diese Skyline. Martin ist ein absoluter Sprachtänzer und wahnsinnig begabt, Bilder hinzuwerfen, die man sofort versteht, und eigentlich sind alle seine Zeilen unheimlich verschachtelt. Und insofern kann man sich die Lieder wirklich sehr, sehr oft anhören und deckt immer noch einen Joke. Ja, also es spielt sich immer auf mehreren Ebenen ab, seine Texte. Und dann sehe ich dieses Skyline. Materia habe ich zum ersten Mal zur Kenntnis genommen, weil mein Freund und Mitarbeiter Patrick Ort mir eine CD von dem gegeben hat und gesagt hat, hör dir mal die Texte an, der ist echt gut, der Junge. Ich hatte ein Festival, einen neuen Deutschpoeten, das Fritz-Festival in Berlin, und auf einmal stand da Campino. Das war unsere erste Begegnung und aus meiner Sicht war es einfach Liebe auf den ersten Blick. Ja. Das war irgendwie eine sehr, sehr besondere Begegnung auf jeden Fall. Also so, das habe ich noch nicht so oft gehabt, dass man sich gleich irgendwie mit jemandem so gut versteht und auf einer Wellenlänge irgendwie ist. Und sofort gesehen, dass es ein super Typ ist und kann man eigentlich gar nicht so erklären. Wir waren unheimlich nett und haben ein bisschen gequatscht und dann habe ich ihm erzählt, dass wir auch gerade neue Sachen machen und so. Und da hat er gesagt, du, wenn du willst, spielst du mir das einfach alles mal vor, trink mal eine Tasse Kaffee und labern mal drüber. Das war irgendwie so der Beginn von einer sehr, sehr, sehr tiefen und engen Freundschaft. Ich habe ihm dann diese Lieder alleine vorgespielt, was für mich immer ein Vertrauensprozess ist. Das fühlt man sich ziemlich unwohl dabei bei Demos.
irgendwie nackt und habe dann aber genau erkannt bei dem, was er gesagt hat zu den Stücken, dass er sofort in der richtigen Denke war, die also auch unserer entspricht. Ja, auch das Punk-Lager und das Hip-Hop-Lager sind eigentlich im Ursprung ziemlich ähnlich. Sagen viele Blödsinn und Quatsch, aber eigentlich schon. Eigentlich geht es immer um Mädels und um Alkohol. Er hat genau die Schwächen und Stärken in den Stücken erkannt, wie ich sie auch gesehen habe. Und das war also für mich der Startschuss zu sagen, komm, wir versuchen es mal. Das ist das, was ich auch am besten kann, Texte schreiben oder Ideen zu haben für Songs. Dann haben wir einfach losgelegt, wie zwei Schuljungs. Und für mich war das eine irre Erfahrung, dass ich das erste Mal seit langer Zeit wieder so richtig Spaß am Texten hatte. Also er weiß einfach, wie er mich anzündet und wie er den Spaß zurückgeholt hat bei mir. Ja. Es geht dann halt so weit, dass wir auch zusammen in die Ferien fahren und so. Auch mit unseren Kids zusammen Fußball spielen am Strand irgendwo. Da gibt es jeden Tag großes Spiel am Strand immer. Mein Sohn und ich gegen Campi und sein Sohn. Und da geht es heiß her, da blutet man auch schon mal. Und da wird es auch mal laut, aber es ist halt wunderbar. Also wir haben halt zwei Jungs. Campis Sohn ist wie ein großer Bruder für meinen Sohn. Der ist 3 Jahre jünger und kümmert sich total liebevoll um den. Und das ist halt auch so bei Einzelkindern, ne? Also das ist natürlich schön, wenn die dann irgendwie jemanden haben und dann zusammenhocken. Und der ist auch, Campis Luther ist halt auch so geiler, so ein Hip-Hop-Fan und kann man sich so geil unterhalten. Und dann hängen wir so draußen vor dem Haus und hören so irgendwie Mucke und dann gehen wir irgendwie zum Mietwagen und dann sehen wir, wie die beiden Jungs irgendwie mit 12 und 9 Jahren im Auto sitzen und irgendwie rappen auf Beats und so. Das ist total geil und unfassbar schön. Und natürlich Verstecken spielen. So, das ist halt auch was ich immer wieder sagen muss, ist, ich habe das total unterschätzt als Spiel. Das ist aber so mit, man denkt immer als Erwachsener, dass das mit unfassbarer Anstrengung zu tun hat. Okay, jetzt muss ich mich verstecken und dann wollen die noch eine Runde und noch eine Runde. Wenn man dann aber anfängt, ist es so das beste Spiel der Welt. Gerade wenn du irgendwie ein größeres Haus hast mit vielen Möglichkeiten. Und eigentlich spielen wir dann immer so 7-8 Stunden am Tag Verstecken. Und es wird auch nicht langweilig. Wenn er sich in eine Sache reinbegibt, dann mit 110%iger Leidenschaft. Es gibt bei Martin keine halben Sachen, so wie ich den beobachte. Also wenn er sagt, wir ziehen das durch, dann wird das gemacht. Dann gibt es auch keine Ablenkung in dem Moment und dann ist Challenge angesagt. Denn du machst das mit links, mit links, mit links. Machst das mit links, mit links, mit links. Dein gutes Recht. Jetzt drehen wir einen Film in Südafrika, in Kapstadt. Das ist natürlich Wahnsinn, erster Drehtag. Also man versucht natürlich alle seine positive Energie zusammenzuraufen. Aber wir haben heute Morgen so ein Verbot gemacht, so Wörter wie unruhig, nervös. Das sind Wörter, die haben wir auf jeden Fall nicht gut tun an einem Set. Ich kenne das noch aus der Schauspielschule früher, da wurde immer so über die Schulter gespuckt. Und hat einen Klaps auf den Arsch bekommen. Unfassbar viele Menschen hier sind. Ich glaube, wir haben heute 80 Darsteller oder so. Den ganzen Komparsen. Also aufgeregt bin ich auf jeden Fall unfassbar. Ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie. Doch. 1,18 Meter Hecht, 20 Kilo knapp, bisschen drunter. Das war auch vergleichbar, also vom so Händezitter-Ding. Also wir sind jetzt hier, es geht um eine Party. Das kann ich besonders gut und ich spiele mich. Das heißt, ich mache ein paar Fotos von halbnackten Weibern und so richtig weiß ich nicht, was passiert. Es ist nicht so ganz klar, ist ein bisschen spontan zwischendrin. Aber wird schon gut gehen. Hat geklappt? Ich bin Materias Bodyguard. Ja? Ich bin sein Manager. Ich bin sein Manager auch. Im Real Life. Ab jetzt, ne? Ab jetzt, ich glaube, er wird mich übernehmen. Ich glaube auch. Die Kleine. Nee, Alter. Ich bin die raus. Kleine, meine Kleine ist keine. Oh nein, ich bin da raus. Harten. Heute ist dein Geburtstag. Ah, ah, du weißt, was passiert. Was passiert denn? Scheiße. Scheiße. Komm. Danach kannst du alles. Scheiße. Naja, also es, ich würde sagen, das Buch ist kryptisch. Ich habe das Drehbuch mehrfach versucht zu lesen und habe es leider nicht verstanden. Ob man das Drehbuch versteht? Naja, also es kommt darauf an, was man für einen Geschmack hat. Also ob das jetzt irgendein Tarantino-Streifen ist oder ob das irgendein Lynch-Streifen ist. Also so was coole Filme angeht und Style angeht, ist nicht auf den ersten Blick immer gleich irgendwie erkennbar. Aber naja, klar, dass ein Heidelberger das nicht so leicht versteht wie ein Rostocker. Das liegt entweder daran, dass ich noch nie ein Drehbuch gelesen habe oder daran, dass ich zu dumm bin oder dass wir noch
die Nuancen erarbeiten muss. Naja, da bin ich mir eigentlich sicher, dass sie eine Atmosphäre kreieren, die knallt. Ich habe einen Song gemacht, Elfenbein. Da ging es eigentlich darum, dass ich immer dieses Bild im Kopf hatte von so einem letzten Stamm, den es gibt, die so Elfenbeinzähne haben, also Menschen mit so Elfenbeinzähne. Und die ganz rar sind und die ganz selten sind und die dann halt gejagt werden, weil Elfenbein eben wertvoll ist. Da kommt er mal. Und eigentlich symbolisiert das gerade so ein bisschen die Welt. Das hat ja nichts nur damit zu tun, dass irgendwelche Nashörner abgesägt werden, weil irgendwelche Leute Potenzmittel draus machen, sondern der Schwächere wird ausgebeutet und damit der Reichere sich bereichern kann. Deswegen heißt es ja auch bereichern wahrscheinlich. Und ja, es gibt viele Parallelen zu Sachen, über die ich mir Gedanken gemacht habe oder so, die ich mir im Kopf gemacht habe in den letzten Jahren. Finde ich schon bemerkenswert, wenn man bedenkt, was explizit im deutschen Hip-Hop sonst an Aussage ist, nämlich ich war so und so lange im Knast und ich habe so und so viele Nutten gefickt und ich habe so und so viel Kohle gemacht in meinem Leben. Ob es 5000 oder nur noch 5 schwarze Nashörner gibt, die sehen nur die fetten Dollars. Aber ich würde lügen, wenn es bei mir anders wäre. Du machst mehr Gewinn als mit Koks und Waffen zusammen und hinzu kommt, es gibt quasi keine Strafen. Das Risiko ist gleich null. Dieser Film hat so ein bisschen viele sehr persönliche Momente drin, auch wenn man die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erkennt und das alles als so ein Märchen oder eine Geschichte abtut, geht es eigentlich ganz, ganz viel um, wie man die Welt sieht oder wie die Welt sich verändert oder wo man die Probleme sieht und wo man irgendwie dagegen gehen kann. Und ich glaube, das ist so auch die Geschichte und auch ein bisschen der rote Faden von der Platte. Hey, you guys are doing what? Do you know what you're doing? What can you do? Why can't you do what you're doing? You're crazy, you're crazy. Bei mir ist schon gerade drei Manager. Und eigentlich vier. Mit Paul Rübke. Es geht ja um also Geld, wie viel Geld man abgibt. Also normal ist bei Musik 20%. Und ich habe gesagt, okay, sobald wenn wir einfach viele geile Sachen machen, verdient jeder auch dann mehr. Gibst du jedem Manager 20%? Nein, ja. Hättest du ja noch 20% selber. Ja. Nee, müssen die es natürlich aufteilen. Es ist halt wichtig, weil der eine ist so ein krasser Finanztyp, der eine ist der krasse, der sich ums Fernsehen und so Radio und sowas kümmert. Im Spätsommer letzten Jahres saßen wir zusammen und haben über diese Platte geredet und haben gesprochen, ey, ja, wie wollen wir das denn diesmal anpacken? Und es war klar, irgendwie man muss irgendwie was Großes machen und es war Martin, der dann sagte, ey, ich habe voll Bock auf einen Film. Chris Bernd, der im Tier war, ist der so, der den Daily-Kram macht. Martins Hauptregel ist, Wiederholungen sind verboten. Das gibt's nicht. Muss immer wieder was Neues sein. David Bowie-mäßig, Changes. Das ist auch so eine Philosophie von Martin. Und ihm super wichtig, dass immer wieder neue Reize entstehen. Dass er sich selber wieder neu so ein bisschen in so eine Challenge bringen kann. So, das ist super, super entscheidend. Die teilen sich halt ihre Felder auf. Ja. Und Paul, mit dem mache ich halt diese ganze Visualisierung. Ich persönlich kann sagen, dass ich kein Schauspieler werde. Das kann ich nicht. Das ist ganz schön wahnsinnig zwischendrin. Rübke, der Vollidiot, immer, nochmal. Und das erste Ding musste ich, keine Ahnung, 28 Mal machen. Martin, was geht? Nichts geht. Ich habe keinen Bock auf Feiern. Aber wir planen was Kleines. Keine Überraschung, bitte nicht. Dieses Jahr? Keine Überraschung. Nein. Martin selbst, man sieht schon, dass er da ein Talent hat, aber man sieht auch, dass die Ausbildung 10 Jahre her ist, um es mal so zu sagen. Die ist ein bisschen eingerostet gewesen und zwar ein bisschen zu viel. Mann, ist doch scheißegal. Aber so langsam auch der hat sich eingegroovt und sieht top aus, glaube ich. Ich habe alles den letzten 5 Jahre mit ihm praktisch fast alleine gemacht. Also die Weltreisen, die Videoblogs und so, diesen Style, das ist für mich ja genauso wichtig. Ja, klar. Und deswegen ist er auch beteiligt, weil er sich so dann auch verdient hat. Obwohl ich bei ihm nicht beteiligt bin, das eine Frechheit ist. Ich jetzt der vierte Manager bin, weiß ich gar nicht so richtig. Nö, ich bin einfach nur ein Kumpel, der sich... Ich denke viel über ihn nach. Fast jede Stunde gibt es eine Minute in meinem Leben über Materia. Und ich glaube deswegen, es ist halt nicht einfach nur irgendein Auftritt. Aber es ist ja auch mein bester Freund. Insofern ist es halt auch logisch, dass ich so viel darüber nachdenke. Und ich glaube, wir sind einfach nur glücklich, dass wir zwei Volltrottel irgendwie da hingekommen sind, warum auch immer, wo wir sind. Wie war das nochmal? In den Charts, das war's? Nee. Tja, ohne uns wären die Hip-Hop-Yards wie die Charts, ohne Stars, wir rocken wie Feuer und Gas, das war's.
Wir sind das Musterpate. Oldschooler, ja. Cooler da. Superstar aus den USA. Heute der Presse fremd, was dein Interesse hemmt. Doch wer grüne Pässe kennt, der erkennt unsere Presse. Denn wir sind die unbeschlechtlichen. Wechselten. Immer Lieder wie die da nieder. Du bist ein Baby, ich will dein Badewasser saufen. Jungs, hört mal zu, gib mal rum. Check the clue. Ihr labert beide Kacke, Schwester, keiner ist wie du. Vom Schuh bis zum Scheitel seid ihr beide ziemlich eitel. Und trotzdem aus der Mode wie ein Hippie-Revival. Ohne Zweifel, habt ihr mich die gern Sex. Du kannst mich lecken wie mein Ex. Mir schmeckt's. Schwester, für mich bist du die Sahnetorte. Ich möchte dich mal probieren. Ja, klar. Ich glaube, wir sind da. So, jetzt wird deutsche Rap-Filmgeschichte geschrieben. Hey there, my friend. Hey. Oh! Wir sind gerade hier in den Townships in Cape Town. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Und wir drehen jetzt eine Szene. Wir wissen selber noch nicht so ganz, wie das jetzt gleich wird. Das ist natürlich mal was anderes hier zu drehen. Ne? Wir kommen an im Township, Kids, Fußball, machen Action, Freestylen und gehen dann rein und dann gibt es eine Situation. Paul wird nur geklaut, ein Voodoo-Priester kommt noch, überhaupt nicht planbar. Von überall Leute, es sind so viele Leute auf sehr, sehr kleiner Fläche, überall sind Kids, überall sind Leute. Das ist ja das Schöne, dass man nicht weiß, was so ein Tag alles noch bringt. Die Eindrücke, die man halt sammelt in Townships oder Favelas, für mich war es immer unfassbar schön. Geh einfach nicht mit der krassen Kette hin, geh einfach nicht mit den geilsten Schuhen hin und mach keinen Macker so, sei einfach normal. Und dann hast du auch nach 2-3 Tagen einen Freundeskreis und Leute, die dich zum Essen einladen, obwohl sie irgendwie selber nicht so viel haben. Und der Mensch möchte in erster Linie, wenn er morgens aufwacht und aufsteht, einen glücklichen Tag erleben und Spaß haben. Und wenn du nie solche Orte besuchst, kannst du auch nicht wissen, wie es den Leuten geht. Du hörst immer nur die schlechten Stories. Es steht ja nirgendwo in der Zeitung, hey, es war eine geile Blockparty heute im Township in Kapstadt. Was in der Zeitung steht, ist halt, 3 Leute wurden abgeknallt im Township oder so. Oh, ich mag, this is a nice place, man. It's easy to cope around here. So why not create in so much we can do each and everything around this settlement. So, yeah, we're a proud person, actually. According to the condition, you are compromising because you just adjust yourself to the condition. Life is tough here. Very, very, very tough. Like we've got many criminals here. Yeah. Many things can happen. I listen to hip-hop. If I watch videos, I watch it on the web, on YouTube, on my phone. R&B, hip-hop, spaza, house. That's my first time to see this thing. Yeah, and that's amazing. And it's good, even for the youth. It's good to see all of this. I appreciate that, guys. Yo, Denzel Washington. Wir schreiben das Jahr 2017. An der Menschheit nagt der Zahn der Zeit. Was mich halt irgendwie beeindruckt an Martin ist diese Fähigkeit, sich für etwas so krass zu begeistern und sich in eine Sache so reinzuleben und reinzudenken, also mit einem unfassbaren Enthusiasmus und einer krassen Energie. Das war früher auch gerne das Feiern so und jetzt ist es halt genau das Gegenteil, ein gesundes Leben und angeln gehen, viel reisen, Leute kennenlernen und das aber eben auch auf so einem sehr extremen Niveau, würde ich mal sagen, also gar nicht negativ, sondern eher positiv. Und es ist nicht so, dass er alles geil findet und das finde ich auch gut an ihm, weil ich irgendwie mag ich Menschen nicht, die alles gut finden. Er muss natürlich auch irgendwie gucken, glaube ich, wie er so seine Privatsphäre wahrt und ich finde, er macht das auch. Macht das genau richtig. Es gibt Menschen, die das als Überheblichkeit deuten oder als Arroganz oder so und ich sehe es nicht so. Fahr mit meinem Blackjack, Red Pack in Cadillac, vor Jetlag in den Wein, Johnny Cash auf den Ohren. Mit meinem Blackjack, Red Pack in Cadillac, vor Cadillac, vor. You think I need money?
angefangen hat, wir beide im Studio saßen und irgendwie ein paar Joints geraucht haben und ein paar mehr. Und einfach geflasht haben und am Anfang ging es um Musik, Video und dann wird es immer mehr und es ist irgendwie dieser Film daraus entstanden. Ich hatte da auch ein bisschen Schiss vor, also es ist ja ganz, es geht oft schief, ne? wenn die Herrschaften aus dem Popgeschäft da Schauspiel wollen. Und Martin war ziemlich geil, total unprätentiös, so peinliche Momente, da hatte der gar keine Angst vor und so. Und das ist ja so eine Qualität, die ein Schauspieler tatsächlich hat. Und so gut kommt er ja gar nicht weg. So, ja? Und das so zu spielen, ist sehr souverän und richtig geil. So, das hätten nicht viele gemacht. Also gerade hier unsere Rap-Kollegen, das wäre denen wahrscheinlich nicht cool genug gewesen, in der Selbstdarstellung. Ja? Kann uns keiner mehr wegnehmen. Das ist, das finde ich total krass daran. Das ist jetzt da und das ist was total Wahnsinniges. Hat so unfassbaren Inhalt und so viele Facetten und Ebenen. Man kann das überhaupt nicht richtig erklären. Vielleicht gibt es keine Story. Es besteht mehr aus Moods, geile Bilder und jede Menge Filmzitate für den Film-Nerd. Also war jede Menge Interpretationsfreiraum und natürlich Materia immer mit einer Weltmessage dabei. So ist es. Danke, dass ihr das mit uns geteilt habt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und verbreiten Sie Botschaft! Wir sind auf unserer Clubtour, allein auf weiter Tour, unsere legendäre Tour, die wir nachspielen. Ich habe vor 8 Jahren eine Clubtour gemacht und diese Clubtour spielen wir 1:1 nach. Es ist was total Besonderes, sind ganz, ganz kleine Läden, sie war unter einer Minute ausverkauft und jetzt sind wir in Köln. In Ehrenfeld, einer der wohl schönsten Viertel in ganz Deutschland. Ich liebe das hier. Und hier gibt es den CWE, den Clubbahnhof Ehrenfeld. Freunde sind da und hängen hier rum, essen gerade schön, wunderbares Wetter. Mit dem Nils da vorne, mit dem gehe ich ja immer angeln. 5-6 Mal im Jahr so richtig doll angeln. Das ist so mein Angelpartner und einer meiner besten Freunde geworden. Martin war natürlich auch als guter Freund der Rhythmusgymnastikfamilie irgendwann mit dabei und hat uns geholfen, den Kölner Karneval zu revolutionieren. Aber er hatte keine Zeit, den Orden zu empfangen, weil er sich beim Stage-Diven 3 Rippen gebrochen hat. Ist dann nach Uganda weiter, um das überhaupt mal zu realisieren. Deswegen ein feierlicher Tag heute. Der Rhythmusgymnastikorden. 3-4 Jahre später. Einer der größten Partys. Da habe ich mir auf jeden Fall verdient. Tatsächlich ist Team Rhythmusgymnastik plus Karnevalsparty das allergrößte, was es im ganzen Ruhrpott gibt. Und deswegen trägt man sowas mit Ehre. Danke nochmal. Eine Ehre, mein Freund. Und ich bin eigentlich Fan von Masimoto gewesen. Also ich bin immer noch Fan von Masimoto, aber dadurch habe ich quasi Materia kennengelernt und lieben gelernt. Und ja, das ist jetzt mein erstes Konzert. Ich bin auch nächstes Wochenende, also nächste Woche das Wochenende auf Rock am Ring und sehe den nochmal im großen Rahmen quasi. Aber ich freue mich schon echt darauf, den jetzt in so einem kleinen Rahmen sehen zu können. Das ist ja das Verrückte. Also wir gehen von den ganz, ganz kleinen Clubs direkt auf diese Riesenbühne. Ich habe den halt bis jetzt immer in größeren Hallen gesehen mit mehreren tausend Personen und bin jetzt echt gespannt darauf, wie das jetzt mal ist mit so wenigen. Man sieht ja jetzt halt auch seine Vlogs zum Beispiel, dass er halt mit Menschen halt noch unterwegs ist, mit anderen Fans rankommt. Zum Beispiel letztens war der jetzt Eis essen mit Leuten oder sonst irgendwas. Also er macht auch noch was mit uns Fans einfach. Ich finde auch ganz gut an ihm, dass man geht nicht nur als Band auf die Bühne, sondern dass man auch andere Aktivitäten macht. Und das bringt uns auch so viel mehr zusammen als wahrscheinlich bei anderen Bands. Er nimmt das nicht alles so ernst. Er beleidigt nicht meine Mutter. Ich will nicht auf ein Konzert gehen von jemandem, der meine Mutter beleidigt. Und er will was in der Welt verändern und man merkt, das ist echt cool. Und alle vergessen alles, was passiert ist die Woche. All den Scheiß, alles vergessen. Heute ist Materia! Ich komm auf die ganzen Bräute nicht klar. Ich geh nicht mehr zum Training, komm auf heute nicht klar. Ich hab ein mieses Zeugnis, komm auf heute nicht klar. Bin verliebt, doch mein allerbester Freund macht sie klar. Eine Woche später ruft sie heimlich an, fragt mich, ob sie vorbeikommen kann. Mein erstes Mal gleich ist es soweit. Es klingelt und sie hat noch ihre Freundin dabei. Ich schau ab, geh mit 18 nach Manhattan. Will nur feiern und von da spring auf Tabletten. Also es ist total nah an den Leuten. Also ich gehe auch nach der Show zu jedem Einzelnen und wir klatschen ab und so. Das ist ein ganz, ganz intimes Ding. Das ist natürlich bei einem Festival oder einer großen Show ist was anderes, weil du halt einfach so einen Riese hast. Das kann aber genauso geil sein. Du kannst ja auch einen mega geilen Vibe erzeugen, wo alle abfeiern und alle abgehen und so. Aber dieses ganz, ganz kleine Ding, ich glaube, dafür sind wir alle Musiker. Und um zu wissen, wie schön das ist und wie wichtig das eben auch ist, sowas zu machen.
Das ist ein Kolonie-Song von den 70er. 75 ist der Song. 1975. Die Platte heißt African Electronic Music von 1975 bis 1982. Kennst du das? Von damals? Jeden Tag. Ich meine von damals? Nee, nie gehört. Ah, Zitronenschnittchen heißen die, Alter. Ja komm, dann hätte ich auch rauchen. Das nach dem Küffen ist einfach das Geilste. Also wir essen praktisch abends keine, also wir sind Carbs, also wir essen abends keine Brote. Dadurch haben wir schon mega abgenommen, weil wir bei den Shows so viel abnehmen, weil es so powermäßig ist alles. Und wir haben halt mega Hunger. Wir verbringen nur 6 Minuten am Tag mit Kauen. Und normal sind 12 Stunden. Ich war ja mal eine Klassenfahrt in Ulm. Das war total krass. Und so getrennt, so einen christlichen Jugendherbergsbums mit Mädchen links, Jungs rechts. Das war dann so, weil wir so eine scheiß Klasse waren, die nur Stress hatte, durften halt alle ja nach London und so. Oh, und wir mussten nach Ulm, ey. Ich durfte auch nicht. Weil wir so eine Terrorklasse waren. Ja, das Allerschlimmste, was ich auf jeden Fall jemals hatte, war, wir waren früher in meinem Ferienlager. Und dann waren wir bei den Tschechen, haben auch nur Scheiße gebaut. Und dann wurde ich nach Hause geschickt von den Tschechen. Meine Mutter musste mich bei den Tschechen abholen. Krass. Die war sauer, die war so. Es war so, morgen fahren alle nach Wien. Wir waren in der Slowakei. Morgen fahren alle nach Wien. Auch der Martin, der wird von seiner Mutter abgeholt. Ey Mann, das war das Mieste. Und das war wirklich. Also total krass, da ist ein Waschbecken abgebrochen und das war ich nicht. Und dafür hat er mir gesagt, dass ich nach Hause musste. Crazy people in town. Crazy people in town. Es gibt ja ganz, ganz viele tausende verschiedene Techniken des Angelns. Fliegenfischen. Brandungsangeln, was mein Vater sehr gerne macht, Spinnfischen, sowas, was wir jetzt hier machen, Raubfischangeln, also ist klar, Rostock und so, wo man halt vom Meer kommt, weißt du, das ist natürlich, ist das so ein bisschen mehr in der DNA, also dass man irgendwie was mit Angeln zu tun hat und diese typischen Bilder, wie das man mit seinem Vater angeln geht und so, so war das halt bei uns, fängt man halt seinen Fisch. Ist draußen zusammen, hat irgendwie eine geile Zeit und ich gehe mit meinem Vater jetzt ja auch viel angeln. Das ist irgendwie. Mann. Oder? Ah, das ist so geil. Ah, der Geruch. Mega. Zack. Ja, dann würde ich sagen, haut mal rein, ne? So einen schönen Schlängler musst du ja eigentlich gleich mal präsentieren. Nahl. Ja, ich habe zwei Freunde angerufen, Sören und Moritz. Dem war ich schon angeln und wir sind hier mitten in Schleswig-Holstein, ungefähr eine Stunde weg, an einem kleinen Kanal. Wenn man andere Angler trifft, ist das oft so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte, wie man das selber hat. Das sind oft Leute, die das sehr intensiv betreiben. Oft Leute, die irgendwie ein Problem hatten. Alkoholprobleme, Drogenprobleme und so. Und das ist ja nicht bei mir nicht wirklich der Fall gewesen. Ich war nie irgendwie alkoholabhängig oder irgendwas. Ich war nur sehr exzessiv und sehr doll in allem, was ich gemacht habe. Ob das jetzt irgendwie dann auch mal doll trinken, doll feiern, doll irgendwie 3 Tage Party, Berghain oder so. Oder irgendwie ganz doll Sport und ganz doll gar nichts und ganz doll straight. Es ist immer doll. Und komischerweise sind das oft so zugehackte Rock'n'Roll-Typen, die irgendwie mal in der Band waren oder irgendwie was gemacht haben in der Welt. Ich denke schon, dass eben dieses Angeln und dieses sich konzentrieren auf irgendwas anderes, was wirklich gut ist, schon eine gute Stütze ist dafür, dass man ein anderes Leben angefangen hat. Und das hat Martin auf jeden Fall gemacht. Wir sind immer in dieser Welt Musik und das gehört alles zusammen. Ne? Also das ist so, du bist immer, du kriegst alles umsonst, überall kriegst du alles an Getränken, alles was du möchtest, kriegst du, ist überall da, das ist so auf jedem Festival, es ist so, gehört irgendwie dazu. Und deswegen treffe ich oft auf diesen Reisen, egal wo das ist, ob es am anderen Ende der Welt irgendwo auf Fidschi ist oder irgendwo in Afrika ist oder in Südamerika,
immer so Leute, die dann irgendwie aufhören und sagen, okay, ich muss aber die Wahnsinnigkeit so ein bisschen fokussieren. Und das musst du auch zugeben, was man halt ist. Und ich bin wahnsinnig schon ein bisschen. Mir ist es ähnlich ergangen, dass ich irgendwann mal Kreislaufkollaps hatte, Stimmbandanriss und mitten auf Tour so ins Krankenhaus musste und mir die Ärzte dann einfach gesagt haben, also den Style, den du da jetzt so durchziehst, wir brauchen da nicht drüber reden, wir wissen, was los ist, das machst du keine 3 Monate. Und du hast die Wahl, also entweder du stellst dich um oder man nimmt dir die Entscheidung vom Teller. Manche gehen surfen oder manche machen das. Es ist ja irgendwas zu haben, was einen so bewegt. Und ich finde, das Allerwichtigste ist im Leben, dass man sich bewegt, dass man unterwegs ist, dass man Dinge sieht und kennenlernt. Und Angeln ist auf jeden Fall sowas. Angeln ist so ein bisschen wie so ein Drogenrausch. 4:30 Uhr klingelt der Wecker. Oh, ist 2. Geil, 2 Stunden kannst du schlafen. Ach, scheiße, fährst du jetzt los? Fährst du gleich los? Ah, nee, schlafen musst du schon noch ein bisschen. Krassesten ist aber auch, wenn man dann so im Schlaf so anschlägt. Dann ist alles aus. Davon bin ich schon aufgewacht. Ja, Mann, da wacht man ja auf. Aber ich habe auch meiner Frau riesen auf den Kopf geschlagen schon 2 Mal. Nachts kriege ich ab und zu mal hier so einen Haken. Und wirres Gefasele und dann bin ich immer ganz, ganz erschrocken und frage mich, was das war. Und dann reiße ich ihn aus seinem Traum und er hat gerade einen Hecht dran gehabt, den er gerade angezogen hat und versucht, ihn rauszuziehen und hat mich dann dabei. Also das ist tatsächlich schon mal vorgekommen. Liebe meine Frau, wir haben ganz schnell geheiratet nach irgendwie 1,5 Jahren oder so. Stattgefunden in Las Vegas, ja. In Spartana. Outfits eingeölt. Schild, Schwert, Sandalen. Und der Pfarrer war ja auch ein Spartaner. Und meine Frau ist ein unfassbarer Jared Butler-Fan und so 300-Fan gewesen. Deswegen haben wir das dann gemacht und das war was total Besonderes. Also wenn ich mir vorstelle, dass jetzt manche Leute einfach 12 Jahre mit jemandem zusammen sind und nie so dann sagen oder nie diese Frage stellen, willst du mich heiraten oder so. Klar, es gibt welche, die wollen das einfach gar nicht. Man muss das alles akzeptieren. Jeder Mensch ist so, wie er ist. So. Aber bei mir würde das nicht gehen. Das tut mir total gut. Das ist was total Schönes. Das ist zu Hause sein, Familie, Menschen zu haben, mit denen man eigentlich alles teilt. Wir erleben die größten Abenteuer zusammen. Ich bin tatsächlich eine Schönwetterangelerin. Das heißt, wenn es nicht zu kalt ist, das heißt unter 20 Grad, gehe ich nicht mit. Sonne muss scheinen, es darf nicht regnen, dann bin ich mit dabei. Wenn man von so einer Angelwoche wiederkommt, glaubt einem keiner, ich brauche 2 Tage. Das muss ungefähr so sein, wie wenn man seine Tage hat. Glaube ich so vom Gefühl. Aber wenn meine Frau mich da irgendeine Scheiße fragt, also ich bin so grundaggressiv, also so kann ich auf normale, zivile Sachen eine ordentliche Antwort irgendwie geben. So. Und dann schlägt man an. Fische ausnehmen, Angelköder knüpfen, rausfinden, welche Köder heute am besten gehen, weil wenn das Wasser trüb ist, dann muss man bestimmte Farben nehmen. Das ist so unser Tag, jeden Tag, 24/7, angeln. Blue Marlin, hab dich mein Leben lang gesucht, dachte schon, all die Meere sind verflucht. Diesen ganzen Angelwahnsinn, das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen, also das ist einfach nicht mein Ding, keine Ahnung. Aber das soll doch jeder sowas haben, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Im Hansapark. So ein Hai, der sich immer so loopingmäßig dreht und hat irgend so ein Kind gekotzt und dann haben alle... Boah, hör auf. Wir haben gerade für eine der letzten Folgen Zirkus Halligalli mit Martin ein unnötig kompliziertes Interview gedreht. Wir hatten uns einen Sorbingball ausgesucht und es ist einfach wahnsinnig undankbar, in so einem Sorbingball zu hängen und sich zu interviewen, weil sowohl Martin als auch Ian sehr, sehr leichte Mägen haben. Er war mit Verstrahlt damals bei MTV Home, da haben wir uns kennengelernt und es war ein wahnsinnig angenehmes Aufeinandertreffen. Und es ist ja schon immer so, dass wenn man so Leute dann aus der Branche hat, die sind dann wahnsinnig nett zu einem, weil die dann wissen, so im Moment, für den Moment brauchen sie das, ne? Und danach sieht man sich nie wieder. Martin war aber jemand, der eigentlich also seit dem Zeitpunkt immer, egal wo man sich gesehen hat, ein sehr, sehr herzlicher Mensch ist und tatsächlich, würde ich sagen, so eine Art Freund geworden ist, wenn man das in diesem Metier so beschreiben kann. Ein Mensch mit einem Riesenherz vertritt für mich alles Gute, wahnsinnig konsequent in seinem Leben, auch aufgrund seiner Geschichte natürlich, so jemand, der an den richtigen Stellen die richtigen Entscheidungen getroffen hat, damit das alles so werden kann, wie es jetzt ist. Und das ist so ein Nerd, der, ich glaube, sein größtes Problem ist er selber, weil die Latte, die er sich setzt, ich glaube, der möchte über keine andere Latte drüber springen von irgendjemandem. Er setzt seine Latte immer höher als die von anderen und versucht da selber nochmal drüber zu kommen. Ich glaube, niemand ist härter mit sich selber als Martin. Ja! Ja! 4-2. Er hat, das haben wir halt vor allem auch als Beginner immer wieder gesagt, er hat auch einen sehr, sehr, sehr großen Anteil daran,
dass wir wieder Bock hatten, eine Platte zu machen. Dass wir uns auch Bock haben, den Arsch aufzureißen und mithalten zu können. Ich kenne Martin tatsächlich vom Feiern sozusagen. Als wir nach Berlin gekommen sind, um da so die ersten Sachen aufzunehmen und so, hatten wir, ich sag mal, ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Berlin. Und Martin war immer so einer von denen in dieser ganzen Welt, die wir da so kennengelernt und eigentlich verabscheut haben, war Martin so der positive Fels in der Brandung. Er ist Austin Powers. Ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass wir halt, also dass er auch aus dem Osten kommt. All die ganzen scheiß Wessi-Attribute, die hat er alle nicht. In Berlin halt dieses Berlin-Ding so, und Martin war halt so ein ganz herzlicher Typ, der halt überhaupt nicht so war wie die ganzen anderen Leute, die da so drauf waren. Also dieses ganze arrogante, eitle, diese ganze Wessi-Scheiße, Überheblichkeit, das hat er alles nicht. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Musikfestival Rock am Ring ist wegen Terrorgefahr unterbrochen worden. Laut Polizeiangaben gibt es konkrete Hinweise auf eine terroristische Gefährdungslage. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen sammeln, weil wir gar nicht so richtig wissen aktuell, was überhaupt Phase ist. Wir haben das achte Lied, glaube ich, zu Ende gespielt. Und dann habe ich nach rechts geguckt zu meinem Gitarrentechniker, damit ich von der Akustikgitarre auf die E-Gitarre wechseln kann. Und denk, warum steht der Typ nicht da? Guck nach links, dann steht er auf der linken Seite, winkt mir zu. Und in dem Moment kommt unser Sicherheitsmann an, nimmt mich an der Seite und sagt mir in seinem unnachahmlichen Ton: Mitkommen, Sam. Evakuierung, Unwetter. Ich so, was ist los? Unwetter, Evakuierung. Dann brüllen sie von da hinten schon: Alle in die Shuttle, alle Künstler in die Shuttle. Und ich denke so: Was ist mit den Leuten? Wir haben uns in die Shuttle gesetzt, haben geguckt, dass unsere Freundinnen und Freunde dabei sind. Und wurden hier hingebracht. Und dann kam so nach und nach raus, dass es den Verdacht auf einen Anschlag gibt. Ich weiß nicht, wie die genaue Formulierung ist, aber auf jeden Fall musste es abgeblasen werden. Es wurde an dieser Stelle abgeblasen. Als wir von der Bühne gingen, ist der Lieberberg auf die Bühne gegangen mit so ein paar sogenannten Guardian Angels. Und die haben dem Publikum dann vorsichtig erklärt, was los ist. Alle ziemlich spooky, vor allen Dingen für jemanden. Also wir fahren seit 20 Jahren auf Festivals und spielen, und wir merken halt, wie sich die Zeit verändert. Ja, geil fühlt sich das nicht an. Die Frage ist halt, was dann so die Konsequenz aus sowas ist. Und ich finde halt, so hart das jetzt klingt, mir tat es halt leid für alle Künstler, die auftreten wollten, und für alle Leute, die es sehen wollten, weil ich halt nicht der Meinung bin, dass man sich von solchen Flachwichsern irgendwie diktieren lässt, was man macht, so, wie man zu leben hat. Ich habe wirklich überhaupt keine Angst, aber ich bin eher motiviert. Mich motiviert es gerade eher noch. Also man könnte natürlich sagen, okay, dann bleibe ich nur noch zu Hause und gehe nicht mehr raus, gehe nicht mehr feiern, gehe nicht mehr dahin, wo viele Leute sind. Dann bin ich vermeintlich sicher, aber da habe ich halt keinen Bock drauf. Ich kann mir vorstellen, dass es für Martin und seine Crew und sein Team doppelt beschissen ist. Die stehen da, bereiten sich langsam darauf vor, sind on fire und wollen raus auf die Bühne, und das Einzige, was sie tun können, ist warten und Tischtennis spielen und gar nicht sicher sein, was überhaupt gerade passiert, und auch nicht wissen, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Und also das stelle ich mir völlig beschissen vor. Na, das Problem war ja, dass Freitag ausgefallen ist, was nach monatelanger Vorbereitung echt ein bisschen stressig für alle war, beziehungsweise alle waren echt genervt, schlicht und ergreifend. Und dann kam Samstagabend die Frage auf, ob wir noch mal am Sonntag am Ring spielen statt am Park. Und dann hatte der Kollege Lars Greve die großartige Idee und gesagt, dann spielen wir halt beide Shows. Und dann haben wir halt über Nacht angefangen, alles vorzubereiten, zu planen. Wussten aber noch nicht, ob wir überhaupt Flieger bekommen, weil es schwierig ist, so mal eben über Nacht so einen Flieger zu kriegen. Die hatten wir dann um 11, und dann sind wir halt mit 14 Leuten von Nürnberg aus zum Ring. Das hat auch wunderbar funktioniert. Also, jetzt geht's zu Rock am Ring. Unsere verpasste Show nachholen. Die wir Freitag leider nicht spielen konnten. Klar, geht nicht anders. Wir fliegen jetzt hier in unserem kleinen Jet. Und dann direkt nach dem Auftritt sofort wieder zurück nach Nürnberg, Rock am Park. Und ich nehme das mal ab. Und ja. Zwei krasse Gigs an einem Tag. Es wird hoffentlich klappt das alles. Du kommst dann anderthalb Stunden vor der Show an,
Band ist vorbereitet, aber dann musst du die Technik zusammenkriegen. Und hat exakt eine Minute, bevor die Show losging, haben wir das Go gekriegt, dass wir jetzt alle zusammen haben. Ja, und dann ist der junge Mann auf die Bühne. Sie haben, wie ich finde, eine der wahrscheinlich fehlerhaftesten, aber auch geilsten Shows gespielt, die sie je gespielt haben. Danach sofort einpacken, Viertelstunde, zack, Shuttle, Flughafen nach Nürnberg. 50 Minuten vor Showbeginn in Nürnberg waren wir da. Dann haben sie noch mal eine Show gespielt. Ich häng mit meinen Freunden den ganzen Tag vom Block, sind das Gespött von all den Leuten. Ernähren uns nur von Weltraumschrott, falschen Röcken hinterher. Über uns kreist das Militär. Ihre Scheinwerfer machen uns zu klar. Ja, die lange Reise war's wert. Alle springen jetzt! Wir sind Gottverwandte Aliens! Aliens! Gottverwandte Aliens! Wir sind Gottverwandte! Wir sind Gottverwandte! Wir sind Gottverwandte Aliens! Alle Hände hoch! Aliens! Nürnberg, alle Hände hoch! Glaube ich, einer der verrücktesten Tage überhaupt und verrücktesten Zeiten gerade. Freitag ja Rock am Ring, dann diese Absage aus dem Nichts. Wir haben uns so lange darauf vorbereitet, Monate geprobt und gemacht. Und dann war das irgendwie vorbei. Gab ein ganz kleines Zeitfenster, dass wir das doch noch irgendwie spielen können. Und dann haben wir den ganzen Wahnsinnsapparat angeschmissen und haben es tatsächlich heute geschafft, Rock am Ring zu spielen und Rock im Park zu spielen. Die erste Band überhaupt, die das je gemacht hat. Mir geht's eigentlich ganz gut. Wir sind noch fit, wir konnten ja noch was spielen. Also machen wir jetzt öfter, das ist so ein neues Modell. Ja. Aber Terrier kriegt man auch doppelt. Ja. Man muss auch nicht doppelt zahlen, wir spielen einfach doppelt. Und wenn wir dann irgendwann gehen, werden wir euch fehlen, denn wir sind Aliens. Alle! Und wenn wir dann irgendwann gehen, werden wir euch fehlen, denn wir sind Aliens. Und wenn wir dann irgendwann gehen,